Zurück auf der geheimnisvollen Insel 2 stehe ich jetzt hier in diesem dieser Höhle und habe gedacht, dass ich ja mal versucht habe, diese Schalthebel hier zu benutzen. Und ich habe ja jetzt das letzte Mal unten diese Wasserströmungsgeschichte gemacht. Und da hieß, also da dachte ich jetzt, vielleicht hängt das miteinander zusammen und das ist jetzt nicht mehr blockiert. Und vielleicht geht das ja jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade anders aussieht als vorher. Aber Warnzeichen unter Wasser. Auf jeden Fall könnte es ja sein, dass es jetzt geht. Und wenn es nicht geht, dann muss ich mir nochmal diesen langen Text anhören von dem Typen, der irgendwie was von seiner Maschine erzählt hat. Aber sonst versuchen wir es doch einfach mal. Also zumindest wurde ja vorher immer gesagt, dass es nicht geht, dass es blockiert ist. Wenn das jetzt nicht kommt, dann geht's? Dann bin ich hier richtig, ja? Oder was? Motorensteuerung. Mach mal Dampf hier. Oh, ordentlich. Hoch. Den Senf. Ja? Nein. Mach mal. Hoch jetzt. Und nu? Sind die ganz oben und es... Oh. Der Motor ist aus. Ich muss das übertrieben haben. Oh. Mach ich jetzt wieder schnell runter oder nochmal? Guck mal, jetzt sind die doch beide schon mal im grünen Bereich. Mach ich nochmal ein bisschen höher. So. Ist das jetzt gut? Also so sah das jedenfalls vorher dann nicht aus. Kann ich da jetzt durch? Da klemmt was. Nee, da klemmt was. Ich weiß gar nicht, ob das auf beiden Seiten hier auch war mit diesem Strömung. Ich weiß, was muss ich jetzt hier weitermachen? Ist das gut, was ich hier mache? Ein bisschen Schiss hier, nun mach mal. Es läuft doch gut. Mach mal hier höher. Ah, jetzt geht der Pegel hoch. Jetzt geht der Pegel hoch. Jetzt ist er ganz oben. Oh, der Motor ist aus. Shit. Ich muss das übertrieben haben. Ja, der Pegel muss schon hochgehen, glaube ich, aber es darf... Ich mache den mal nur so in den grünen Bereich und den mache ich mal höher. So. Jetzt geht der Pegel wieder hoch. Denn ich denke, darum geht's. Da draußen schwimmt's auch ordentlich. Ah! Ich versuche. Endlich! Dieses Mal scheint der Motor rund zu laufen. Hört sich gut an. Ah! Geschafft! Ich glaube nicht mehr, dass die Insel explodieren wird. Gut. Jetzt sollte ich nach draußen gehen. Die Retter werden bald kommen. Vielleicht sind sie ja bereits da. Welche Retter? Und warum denkt sie immer, da kommen jetzt welche? Jedenfalls habe ich das mit dem Motor hingekriegt. Das lasse ich jetzt mal schön bleiben. Und sie will rausgehen, dann gehen wir raus. Aber ich hole den Jepp. Den schnappe ich mir jetzt. Jeppi. Da. Wo bist du denn? Da kann ich ja nicht lang. Wo komme ich denn her? Wo soll ich denn hin? Da muss ich hin. Jep. Jep. So. Komm mal mit. Der ist ja immer noch krank mit seinem. Ja. Der Geist von Nemo sabbelt ja hier immer. Und wir gehen jetzt mal raus, Jeppi. Denn Mina hat das geschafft mit dem Motor. Oh, gucken wir mal. Hä? Oh. Was ist jetzt hier? Hat das jetzt aufgehört mit dem giftigen Gas? Oh, ew. Was passiert denn jetzt mit den Pflanzen? Oh nein, alles ist krank jetzt. Durch das Gas, ne? Weil das ja die Zellen beeinflusst. Es ist, als würde die ganze Insel unter einer grünen Wolke verschwinden. Ja, das ist natürlich scheiße jetzt. Und das greift ja auch die Zellen an, wie wir wissen.
Kann man hier auch nochmal durchgucken? Da kommt das grüne Gas, kommt ja immer noch da raus. Vielleicht kann man das ja mal aufhalten. Vielleicht ist es ja besser, das mal zu stoppen irgendwie. Können wir das nicht stoppen, indem wir hier die Eier mal irgendwie wieder tauschen oder so? Oder kann man da nichts machen? Ich guck nochmal hier durch. Ja, ist alles voller grüner Nebel. Mit tollen Animationen hier. Und, gehen wir mal raus. Oh! Was? Oh nein! Oh Gott. Das glaube ich nicht. Dieser blöde Affe muss den Motor abgeschaltet haben. Oh nein. Nein! Oh nein. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Wir müssen zurück zum Turbinenraum. Ach, scheiße. Oh, was soll denn der Mist? Und wir haben das so gut geschafft gehabt. Und jetzt ist die Tür zu. Und was liegt da? Haare und Blut. Das Fallgitter hat den Affen erwischt, als er hindurchgelaufen ist. Er hat Glück gehabt, dass er das überlebt hat. Ihhh. Können wir da irgendwie das aufnehmen oder warum wird mir das so eklig angezeigt? Kann ich mir hier so einen Behälter nehmen? Nee. Jepp, geht's aber gut oder zum Stock das auf? Warum? Haare und Blut. Ich lasse das da jetzt liegen, das ist eklig. Wenn wir hier ein Ei austauschen können, dann... Weil wir haben ja noch das andere Ei. Hier. Dann muss das ausgetauscht werden. Oder wir müssen einen Abdruck hinterlassen. Das brauche ich nicht mehr zu tun. Und Jepp? Das brauche ich nicht mehr zu tun. Dann tauschen wir das einfach aus. Das war jetzt nämlich die nächste Frage. Ach, das geht gar nicht? Na toll. Was mache ich dann? Kommt da so ein oller Affe? Ich glaub's nicht. Der ist ja da. Oh, was haben wir hier? Dieses magentafarbene Gas ist sehr dicht. Ich sollte es in einem Behälter auffangen können. Gas! 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 Habe ich das jetzt? Das ist folgender Gegenstand: buntes Glas. Wieso habe ich jetzt Glas? Da stand davor Gas, oder nicht? Hä? Naja, vielleicht hilft es mir irgendwie weiter. Ist hier noch ein Ei, was man nehmen kann? Kann ich das verdingsen jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das da reintun geht nicht wieder anscheinend. Das. Kann ich das irgendwie benutzen? Nein. Kann ich das. Was kann ich denn damit machen? Kann ich damit einen Identifikationsabdruck machen? Ich kann mit dem Blut ein... Ah, ist klar. Jetzt muss ich den Motor wieder in Gang bringen. Okay, Identifikationsabdruck gemacht. Jetzt können wir durch, weil wir von dem Affen das Blut genommen haben. Das ist voll eklig. So, und jetzt müssen wir zum Motor. Oh nein, er ist in der Turbine. Oh, hey, nee. Du, raus da! Oder ich werde dir ordentlich Dampf machen. Er verdient es, lebendig gebraten zu werden. Aber ich kann das nicht tun. Ich muss ihn herausholen, bevor ich den Motor wieder starte. Natürlich kannst du das nicht tun. Das ist ein armer Affe. Aber ja, klar. Ich meine, sie ist halt sauer, weil der ganze Scheiß ist jetzt wieder hier zusammengebrochen. Weil der da rangegangen ist. Aber oh, so ein Tier da lebendig irgendwie, das wäre ja auch schlimm. Können wir da denn jetzt mal machen? Können wir den denn mal rausholen? Wie kann man das denn öffnen oder was? Wo komme ich denn da mal ran? Vielleicht von unten? Können wir hier durch vielleicht? Ach, jetzt klemmt es nicht mehr. Vielleicht müssen wir irgendwie von unten durchgehen oder so. Das ist ein Absperrventil. Ein variables Strömungsventil. Was da, wenn du Wasser schöpfen möchtest, benötigen wir. Brauchen wir jetzt nicht. Brauch kein Wasser jetzt. Hier komme ich wieder zurück. Nee, da komme ich wieder zurück. Gehen wir mal hier durch. Bist du hier irgendwo? Weil da... Ah. Kein Zweifel. Dieser Mistkerl ist dort hineingelaufen. Alles klar. Da muss da Jepp rein, ne? Jepp, du musst den da jetzt irgendwie rausholen. Der hat bestimmt Angst, der Jepp. Jepp, du musst diesen Dummkopf aus seinem Loch herausholen.
Ja, bestimmt Schiss. Mutig. Na los, Jeb. Zeig ihm, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Los, Jeb. Oh. Oh. Okay, muss ich... Was? Mach mal jetzt. Scheiße. Ich kann ihn nicht fangen, ich bin zu blöd. Mach mal nochmal. Ich krieg die nicht. Ich klick ja schon. Ich hab noch nicht mal eine gefangen. Ich... Ist mir egal, ich mach das jetzt so lange, bis ich eine fange. Na los, Jeb. Zeig ihm, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich klick doch drauf. Ich... Im letzten Moment. Ha. Geht doch. Nee. Ich verfolge die, glaube ich, zu spät einfach. Mal nochmal. Oh. Ich bin schon immer drauf, habe ich das Gefühl, mit der Maus. Und klick und klick und klick. Ja, ich... Ach, Manno. Nochmal. Na los, Jeb. Bla. Die ersten haben besser funktioniert. Klick. Ich klick doch, du Blödaffe. Ja, das war nicht drauf, das habe ich gesehen. Da war ich zu weit unten mit der Maus. Oh, jetzt aber schnell, im letzten Moment hier. Ja, das war zu langsam von mir. Oh, zu weit oben. Das wird doch wieder nichts hier. Scheiße, warum bin ich denn so schlecht? Nein, nochmal, komm. Nein, das ist nicht zu schwer. Nein. Na los, Jeb. Ich bin voll schlecht in sowas. So. Ha. Das ist vielleicht ganz einfach, wenn er loswirft und ich das gleich mache und die gar nicht so lange werfen lasse, ne? Na komm. Ja, oh Gott. Jetzt noch eine. Dann habe ich so viel geschafft wie noch nie. Ja, das zum Thema. Mach jetzt. Nein. Ha. Reicht das jetzt? Nein. Immer noch eine. Ja! Was? Was ist denn jetzt mit ihm los? Hallo? Warum ist er denn jetzt bewusstlos? Was ist mit dem Affen los? Er ist wirklich krank. Ich werde mich um ihn kümmern. Aber vorher muss ich noch den Stabilisator wieder in Gang bringen. Da war doch... Bevor die Insel explodiert. Da war aber noch... Dieser idiotische Affe hat die Steuerung berührt. Schnell, wir müssen die Abdeckung öffnen und den Motor neu starten. Erstmal war da noch was drinne. Muss ich noch den Stabilisator wieder in Gang bringen, bevor die Insel... Sei doch mal leise jetzt. Geh mal dahin. Muss ich noch... Oh, okay. Es geht nicht anders. So. Da lag doch was. Dasselbe Geräusch habe ich gehört, als ich die blockierte Wasserleitung repariert habe. Mina stellt den Motor ein. Da lag doch irgendwas bei dem anderen Affen, oder? Er läuft wieder. Und dieses Mal richtig, hoffe ich. Sterbend, oh Gott. Der Affe. Oh nein. Oh, hier passiert so viel auf einmal gerade. Was zum... Er ist tot. Oh nein. Wenn dieses Kraftpaket so schnell stirbt, dann... Jeb. Oh nein, bitte nicht du. Bitte. Was? Nein. Jeb.
Nein! Oh nein! Wir müssen doch irgendwie retten können. Wir müssen Jeb retten. Jeb, du musst durchhalten. Ich werde das Heilmittel schon finden. Der Tod ist über die Insel hereingebrochen. Jeb ist der Nächste und dann... Nein, ich muss diese Katastrophe aufhalten. Mir stehen Nemos gesamte Erfindungen zur Verfügung. Es muss einen Weg geben. Hier ist mein Modell des Mischapparates von X. Man kann mit ihm organische Verbindungen für einen bestimmten Zweck herstellen. Die wirksamsten Gifte und Gegengifte. Oh, wie schrecklich. Oh nein, Jeb liegt im Sterben und als Nächstes sterben wir. Oh, Jeppi. Oh nein. Oh, Jeb kriegt ein Kuschelding. Oh, wir lieben unseren Jeb doch. Der darf nicht sterben. Armer Schatz, du glühst ja. Oh, scheiße. Können wir nicht sein Fieber irgendwie mal lindern? Können wir ihm was zu trinken vielleicht mal geben? Jetzt haben wir dieses scheiß Glasding hier, was zu trinken. Nimm mal was. Ja, er trinkt was, ist gut. Er hat Fieber. Ja, dann trinkt man noch mehr. Er will nicht mehr, okay. Möchtest du nichts davon? Nee, er hat ja auch gerade schon getrunken. Oh, weißt du, was wir dem jetzt mal geben? Der kriegt jetzt, aber der ist krank, der will das bestimmt nicht, aber der kriegt jetzt die Fischpastete. Komm, lecker Fischpastete, Jeb. Für dich, haben wir lange aufgehoben. Möchtest du nichts davon? Er kann nicht essen. Er ist krank. Oh, zerreiß einem ja das Herz. Dass der Jeb jetzt so krank ist. So, jetzt gehen wir mal hier und machen das mit dem blöden Gas, damit wir hier mal die Zellen... Dieser fette Affe hat alles ruiniert. Scheiße. Toll. So, jetzt nehmen wir aber mal den Kram hier. Was haben wir denn hier? Violette Glasstimme. Vielleicht können wir das ja hier verbinden mit dem Zeug. Können wir das irgendwie verbinden? Buntes Glas, in den violette Glasscherben müssen wir jetzt wieder eine pinke... In der Kugel in der Mitte werden drei Grundgase miteinander vermischt. Ja, hallo? Ich habe verschiedene Kombinationen an lebendem und krankem Zellengewebe getestet. Ich weiß, wir haben uns die kranken Zellen ja auch schon angeguckt, aber... Oh, jetzt sieht die auch ganz anders aus. Diese Pflanze ist krank. Und das war vorher nicht so. Diese Pflanze ist krank. Das war vorher nicht so. Ich denke, an der Pflanze können wir bestimmt so eine Art Gegenmittel dann anwenden. Vielleicht können wir damit ja dann Jeb retten. Müssen wir jetzt extra so ein Glasding selber machen noch? Weil eins haben wir ja schon. Wo ist es denn eigentlich? Da. So. Ah. Haha. Okay. Dann haben wir das schon mal im Voraus gemacht. Können wir die jetzt ranschnitzen? Ja, können wir. Sehr schön. Jetzt nehmen wir das. Nehmen eine Probe von Jeb, nehme ich mal an. Das ist jetzt leider dann nochmal so. Genau. Geh mal weg jetzt. Ja, wir müssen jetzt mal uns beeilen hier. Das geht ja gar nicht. So, jetzt gehen wir runter, packen die Probe rein. Die Kugel muss gereinigt werden, bevor ich eine neue Probe hineinlege. Gut, dann reinige die mal mit dem Knopf. Das Gerät kennen wir ja schon langsam. Die Kugel muss gereinigt werden, bevor ich eine neue Probe hineinlege. Hatte ich doch gemacht. Ach, hier unten fehlt ja das Fläschchen jetzt, stimmt. Ach, das fehlt. Ach, dann müssen wir die nochmal neu machen oder können wir da auch was anderes reinsetzen? Also muss ich doch nochmal eine bauen. Aus den violetten Glasscherben eine neue Blasen mit unserem... Haben wir überhaupt noch unser Rohr? Ja, nicht, das müssen wir noch haben. Naja, das haben wir noch.
Dann muss sie ja rausgehen, ne? Aber ich werde vorher mal speichern. So. Es sei denn, man kann was anderes nehmen. Aber ich befürchte, wir müssen nochmal rausgehen und das jetzt machen. Finde ich ja total doof, dass wir jetzt hier den Jepp alleine lassen müssen. Aber was anderes packt sie da auch nicht ran. Das andere hat ja schon mal gut geklappt. Ach ja gut, dann raus mit dir. Ich weiß nicht, ob sie jetzt überhaupt... Kann sie jetzt überhaupt rausgehen? Dieses Mal bin ich vorsichtiger. Wenn ich die Tür öffne, wird nicht noch ein Affe hindurchschlüpfen. Sehr gut. Sehr gut. Dann bist du ja jetzt draußen und nochmal hier drücken. Oh, der Weg ist ein bisschen nervig immer, weil es so weit immer ist. So, dann nach oben. Und raus. Hier geradeaus. Hier ist auch alles noch zugenebelt. Oh, hier ist auch alles krank jetzt. Was ist das denn? Oh, was? Ein Okular? Wozu brauchen wir das? Was ist Wenn hier? Wenn ich dort entlang gehe und der Geysir plötzlich Wasser spritzt, werde ich lebendig gekocht. Was ist mit der Insel los? Das ist ja voll eklig eigentlich. Wie die jetzt aussieht, ist ja krass. Ist aber schon spannend, muss ich sagen. So. Hier müssen wir hin. Dann mach noch mal ein bisschen Dampf hier. Dann müssen wir das wieder hinlegen und das kommt da rein. Und das klappt nämlich auch. Ja, also war das schon richtig, dass ich hierher komme. Bis es heiß genug ist. Na? Wann ist es heiß genug? Jetzt. Ja, und jetzt habe ich die violette Flasche nämlich auch. Und dann müssen wir wieder zurück. Die Frage ist auch, ist jetzt die Schlange nicht hier auch noch irgendwo gewesen? Die war doch auf dem Boden hier. Wollte ich jetzt eigentlich lang? Da muss ich lang. Hier ist sie. Oh, jetzt ist sie Oh, die ist tot, ne? Oh, wie traurig. Tot. Oh, krass. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so dramatisch hier noch wird. Oh, und die sind auch tot, ne? Noch ein totes Tier. Ne, nicht nur das, die auch, ne? Noch ein totes Tier. Oh ja, ist furchtbar. Ja. Also, wenn Mina jetzt nicht langsam hier ihren Hintern wegbewegt, dann, sieht es auch für sie, glaube ich, schlecht aus. Also voll die Geisterinsel. Voll die Gruselgeisterinsel mit lauter kranken Leichen. So, jetzt machen wir nochmal eben. Gehen wir da schnell hin. Der weite Weg zurück. Und dann sind wir da. Hier sind wir. Und jetzt packst du das neue Fläschchen da rein. So. Und jetzt kannst du auch die Probe reintun. Die Kugel muss gereinigt werden, bevor ich eine neue Probe hineinlege. Dann reinige mal. Ist es jetzt gereinigt? Die Kugel muss gereinigt werden. Warum geht das jetzt nicht? Das Ding blinkt doch. Funktioniert doch. Irgendwas ist hier kaputt. Eine durchgebrannte Sicherung. Sollte zu reparieren sein. Können wir da unser Okular reintun? Nee, das ist irgendwas anderes. Wie soll ich die denn reparieren? Was mache ich jetzt? Der Metalldraht im Innern der Sicherung ist geschmolzen. Er muss ersetzt werden. Ah, okay. Dann Metalldraht. Haben wir nämlich... Juhu, das Ding ist wieder heile. Schön. So, rein. Jetzt aber. Ja, was denn jetzt noch? Muss hier noch irgendwas rein? Oder was fehlt jetzt noch? Ist es jetzt gereinigt oder nicht? Die Kugel muss Nein. Also irgendwas fehlt hier nämlich noch, ne? Aber hier weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da fehlt. Oh, cool.
Okular, gehört das nicht zu einer Kammer? Ach, hier, die Dinger vielleicht? Ah, ja klar, die passen ja auch. Ach, ich Dummerle. So, dann pack die mal alle schön da rein. So. Ja. Gerät funktioniert wieder. So, das kommt daran. Und wie es jetzt halt weitergeht, sehen wir leider erst im nächsten Part. Vielleicht im letzten Part von Return to Mysterious Island 2. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Aber ich möchte den Jepp unbedingt retten. Bis dann.